Aufgeheizte Stimmung in der Elfenbeinküste. Doch nach der Festnahme des abgewählten ivorischen Präsidenten Laurent Gbagbo sind alle Seiten bemüht, ein weiteres Blutvergießen zu verhindern. Auch der sichtlich erschöpfte Gbagbo selbst. Ich wünsche, dass die Kämpfe eingestellt werden und der zivile Teil der Krise bewältigt wird, sodass das Land sich erholt. Mehr als 4 Monate dauerte der blutige Machtkampf zwischen Laurent Gbagbo und dem neu gewählten Präsidenten Alassane Ouattara. Am Montag nehmen Ouattaras Truppen Gbagbo und seine Frau in Abidjan fest. Als die Nachricht sich verbreitet, gehen die Menschen in der Wirtschaftsmetropole auf die Straße und feiern. Wir freuen uns, wir sind endlich frei. Sie können das nicht verstehen, mir fehlen die Worte. Meine Freude ist größer als alles andere. Gbagbo kann einfach gehen und seine Probleme mitnehmen. Gott sei Dank hat man ihn lebend gefasst. Hut ab, Ouattara. Sehen Sie diese jungen Menschen, die nicht arbeiten, das ist eine Schande. Ich möchte heute sagen, die Herausforderung ist zu groß. Hoffentlich nimmt Ouattara die Herausforderung an und die Ivorer sehen, dass er daran wächst. In einer Fernsehansprache wendet sich Ouattara an seine Anhänger und ruft sie zu Ruhe und Zurückhaltung auf. Er kündigt ein Gerichtsverfahren gegen Gbagbo und seine Frau an und die Einrichtung einer Wahrheits- und Versöhnungskommission. Sie soll Massaker und Verstöße gegen die Menschenrechte aufklären. Heute eröffnet sich ein weißes Blatt vor uns, weiß wie das Weiß unserer Flagge, Symbol der Hoffnung und des Friedens. Und wir werden gemeinsam unsere Geschichte der Versöhnung und des Verzeihens schreiben. Es lebe die Republik, es lebe die Elfenbeinküste. Gott segne unser Land. Mehr als 1000 Menschen sind nach UN-Angaben während der Krise getötet worden. Mehr als 100.000 weitere sind aus dem Land geflohen. Nun ist es an Ouattara zu beweisen, dass er die Hoffnungen vieler Ivorer und der internationalen Gemeinschaft erfüllen kann.